Und das war dann doch eine riesen Überraschung in der Herrenkonkurrenz. Michal Kojada, der Russe, 22 Jahre jung, hat den Sieg geholt. Das hatte man nicht so unbedingt auf dem Plan. Es gab auch einige Überraschungen. Aber jetzt wollen wir uns natürlich erstmal auf seine Schaulaufnummer konzentrieren. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Allein vom Outfit. Baba Yaga, der Titel seiner Schaulaufnummer, Michal Kojada. Michal Kojada. Letztes Jahr hat er mit seinem Sieg bei den Juniorenweltmeisterschaften und Platz 3 bei den Europameisterschaften das erste Mal so richtig auf sich aufmerksam gemacht. Und jetzt hier in China sein erster Sieg in der Grand Prix-Serie. Am Ende ein bisschen Glück gehabt, er hat das Kursprogramm gewonnen, war Dritter in der Kür, aber es hat gereicht für diesen ersten Platz. Und damit hat er natürlich nach seinem dritten Rang in Moskau beim Rostelekom Cup wirklich eine ideale Ausgangssituation für das Grand Prix-Finale in Nagoya in gut einem Monat. Michal Kojada.